präsentiert von Open Learnware, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. So, nachdem es wieder mal zu Schwierigkeiten gekommen ist bei der Einrichtung des Aufzeichnungssets, können wir jetzt etwas verspätet, tut mir leid, jetzt erst etwas verspätet starten. Ich möchte da wieder einsteigen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Sie erinnern sich dunkel. Es geht darum, wir haben den Lösungsraum wieder, im Gegensatz zu nachbarschaftsbasierten Ansätzen, wo wir den Lösungsraum auffassen als einen gerichteten Graphen auf den zulässigen Lösungen als Knoten und die Kanten konstituieren die Nachbarschaften. Stattdessen gehen wir hier grundsätzlich anders vor. Wir zerlegen schrittweise den Lösungsraum, den wir gar nicht kennen, ja, den wir gar nicht in der Hand haben, den zerlegen wir schrittweise in Hälfte, also nicht in Hälfte, aber in jeweils in zwei Teile, einen solchen Teil wieder in zwei Teile und so weiter. Wir haben beim letzten Mal gesehen, was man sich darunter plastisch vorstellen kann. Zum Beispiel, wenn Sie eine featurebasierte Problemstellung haben, wie etwa TSP. Die Features sind in der einfachsten Modellierung die Kanten. Dann können Sie den Lösungsraum in zwei Teile zerlegen, indem Sie sagen, ich betrachte einerseits alle zulässigen Lösungen, die ich alle noch gar nicht weiß und nie erfahren werde. Ich betrachte auf der einen Seite alle zulässigen Lösungen, die diese Kante, die ich festgehalten habe, enthalten. Und ich betrachte auf der anderen Seite separat davon alle zulässigen Lösungen, die diese Kante nicht enthalten. Wenn man dieses Schema immer weiter fortsetzt, dann im nächsten Schritt die nächste Kante einerseits behalten, andererseits nicht behalten und so weiter, dann kommt man natürlich am Ende an den Blättern dieses Suchbaumes hier, kommt man natürlich da heraus, dass die Blätter sind dann sämtliche Rundtouren. Da die Rundtouren ein bisschen viele sind, wollen wir natürlich nicht diesen Baum durchsuchen, sondern wir wollen möglichst häufig versuchen, eine Entscheidung zu treffen an so einem Knoten, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob es sinnvoll ist, diesen Teilbaum, der an diesem Knoten dranhängt, wirklich weiter zu explorieren, ob man es wirklich notwendig ist, da weiter abzusteigen und mit viel Laufzeit noch weitere Knoten in diesem Teilbaum zu durchsuchen oder ob man sagen kann, es gibt hinreichend Grund für die Annahme, dass es sich nicht lohnt, diesen Teilbaum weiter zu durchsuchen, dass wir den also hier abschneiden können. Das kann einerseits wirklich eine feste Erkenntnis sein, dass es sich nicht lohnt, dass es sich definitiv nicht lohnt, weil man belegen kann, wenn es hier drin eine optimale Lösung gibt, gibt es auch außerhalb von diesem Teilbaum noch in dem Bereich, den wir noch betrachten, eine Optimallösung. Oder dass wir sogar belegen können, in diesem Teilbaum, den wir gerade auf den Prüfstand stellen, gibt es definitiv keine Optimallösung, dass wir sogar das belegen können. Das wäre jetzt natürlich ideal. Dann haben wir eine Entscheidung gemacht, bei der wir unmöglich einen Fehler gemacht haben können. Ja, Teilbäume, in denen es gar keine Optimallösung gibt oder keine bessere Lösung als die, die wir eh noch verfolgen, die können wir natürlich ohne weitere Probleme, ohne einen Fehler zu machen, ausschließen von der weiteren Suche. Wird man im Allgemeinen nicht immer so fest haben, so eine feste festen Beweis dafür, dass es sich nicht lohnt, diesen Teilbaum weiter zu durchsuchen. Oft genug wird man eher heuristisch vorgehen, dass man sagt, naja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass dieser Teilbaum wirklich abgeschnitten werden kann, ohne dass wir damit einen Fehler machen. Aber wir machen das trotzdem, weil allem Anschein nach ist es so. Es ist sehr wahrscheinlich, sehr plausibel, dass dieser Teilbaum nicht wirklich wichtig ist für unser Ergebnis, was wir erzielen wollen. Oder, dritte Möglichkeit werden wir auch noch betrachten, dass wir an einem Teilbaum umsteigen, dass wir sagen, wir haben absichtlich zielorientiert diese Zerlegung des Lösungsraums in einzelne Teile so gestaltet, dass ab einer bestimmten Stelle plötzlich dieses Teilproblem von einer sehr viel einfacheren Natur ist, so dass es sich mit anderen Algorithmen, ohne weiter den Suchbaum zu explorieren, so dass sich dieser Ausschnitt des gesamten Lösungsraums, also die ursprünglichen Bedingungen zusätzlich mit den auf dem Weg im Suchbaum hinzugenommenen
Bedingungen, dass dieses Problem sich als sehr viel einfacher darstellt, von einer anderen Struktur, von einer einfacheren Struktur. Wir haben sämtliche komplizierten Strukturmerkmale durch diese zusätzlichen Bedingungen rausgenommen, und so dass wir dann einen anderen Algorithmus anwenden können, um in diesem Ausschnitt des Lösungsraums die optimale Lösung zu suchen. Das werden wir uns alles der Reihe nach ansehen. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen, das brauche ich nicht weiter zu vertiefen. Erstes Beispiel ist etwa das, was ich gesagt habe, mit dem Beispiel TSP, eine Kante ist drin oder eine Kante ist nicht drin. Das kann man auch auffassen als eine binäre Variable, die entweder 1 oder 0 gesetzt ist. Haben wir öfters mal gemacht. Wenn unser Lösungsraum, wenn wir zum Beispiel ein kontinuierliches Problem haben, nehmen wir als einfachstes Beispiel, was Sie kennen, her. Lineare Gleichungssysteme lösen oder, nee, noch einfaches Beispiel ist eine Nullstelle finden bei einer Funktion. Da ist es dann ganz offensichtlich, wie man das zerlegen würde, nicht? Man würde irgendwo, also wir haben eine mehrdimensionale Funktion, man würde vielleicht in der ersten Dimension mal an irgendeiner Stelle einen Schnitt durchlegen und alles, was kleiner diesem Schnittwert und alles, was größer diesem Schnittwert ist, jeweils für sich betrachten. Man würde vielleicht dann in der zweiten Dimension den nächsten Schritt auf der nächsten Ebene des Baums legen und so weiter und so fort. Und an jeder Stelle, vielleicht können wir das mal kurz als ein weiteres illustratives Beispiel hernehmen. So. Ja, Sie haben in diesem Bereich eine zweidimensionale Funktion und Sie wollen eine Nullstelle finden. Sie kennen diese Funktion nicht wirklich. Ja, Sie können über diese Funktion nur etwas aussagen, was häufig in der Praxis passiert, indem Sie an einem bestimmten Punkt in diesem zweidimensionalen Bereich eine Maschine fragen, der einen Sensor ablesen lassen oder irgendetwas, der Ihnen sagt, wie dieser Funktionswert an dieser Stelle ist. Ja. Wenn Sie jetzt das hier zerlegen, zum Beispiel in diese Bereiche, können Sie zum Beispiel ja mal an ein paar Stellen abfragen, wie das so aussieht, wie der Funktionswert so aussieht. Natürlich nicht an so vielen, weil das eine teure Operation ist. Und wenn Sie feststellen, naja, vielleicht an dieser Stelle stellt man noch nichts fest, also zerlegt man das weiter geeignet, jeder der beiden Bereiche. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hier feststellen, hier noch, das ist alles weit weg von Null in diesem Bereich, dann haben Sie natürlich bei weitem nicht bewiesen, dass da keine Nullstelle ist, aber vielleicht mit ein paar plausiblen Annahmen darüber, was das dahinterstehende physikalische Phänomen ist, was mit Sensoren gemessen wird, können Sie eine plausible Entscheidung treffen, naja, wenn die alle so weit weg von Null sind, alle Messpunkte, die wir entnommen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier keine Nullstelle drin ist. Oder Sie können es auch geografisch sehen, vielleicht ist das anschaulicher. Stellen Sie sich vor, Sie wollen in einem geografischen Terrain den niedrigsten Punkt finden, da wo sich alles Wasser sammelt. Wenn Sie hier nur sehr hohe Punkte finden, im Verhältnis etwa zu hier, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass in diesem Bereich nicht der tiefste Punkt des ganzen Terrains sein wird. Dann würden Sie sagen, an dieser Stelle, das streichen wir. Die Restwahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Fehler machen, ist sehr gering. Ich hoffe, dass das einigermaßen anschaulich das Grundkonzept rüberbringt, wie das bei Continuous Variables, bei stetigen Variablen aussehen könnte. Feature-basiert habe ich eben gesagt, das war das Beispiel TSP. Einmal, man zerlegt den Lösungsraum in alle Lösungen, die die Kante enthalten, alle Lösungen, die die Kante nicht enthalten. Entscheidungsbäume hatten wir beim letzten Mal schon mal aufgeführt. Ist im Prinzip das, was Sie hier sehen. Ich hatte gesagt, jetzt immer binär, also entweder Kante hinzunehmen oder nicht, aber das ist natürlich konzeptionell nicht unbedingt notwendig, das binär zu haben. Man könnte beispielsweise auch Entscheidungen haben,
die den Lösungsraum in drei Teile oder noch mehr Teile zerlegen. So, das ist alles. Das hatten wir alles schon. Das hatten wir auch alles schon. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wie das. Wir sind immer noch bei den Folien, die wir beim letzten Mal hatten. Wie das allgemeine algorithmische Schema aussieht. Wir stellen uns vor, also wir sind jetzt in der Situation, wir haben den gesamten Lösungsraum ja, repräsentiert. Und das ist der Knoten, der den gesamten Lösungsraum repräsentiert. Was heißt das, dass er den Lösungsraum repräsentiert? Sollte ich vielleicht dazu machen, sagen. Also insbesondere, was heißt es, dass nur ein Teil des Lösungsraumes repräsentiert wird? Das bedeutet, dass hier eine neue Bedingung hinzukommt. Ja? Dieser Teil des Lösungsraums, der durch diesen Knoten repräsentiert wird, bedeutet, das ist der Raum, der durch die ursprünglichen Bedingungen der Problemstellung TSP, dass es eine Rundtour ist beispielsweise, die ursprünglichen Bedingungen der Problemstellung plus der Zusatzbedingung definiert wird. Und wenn wir noch weiter hingehen, kommt hier jeweils auch wieder eine Zusatzbedingung ran. Ja? Jeder einzelne Knoten, den haben wir bisher aufgefasst als ein Repräsentant für einen Teil des Lösungsraums, kann man aber auch genauso gut auffassen als eine Menge von zusätzlichen Bedingungen. Auf jeder Stufe kommt eine Bedingung hinzu, die jeweils den Lösungsraum im einen Zweig so aufteilt und im anderen Zweig so aufteilt. So, was heißt es jetzt hier im ersten Schritt, dass der Wurzelknoten das ursprüngliche Problem modelliert, repräsentiert? Das bedeutet, diese Menge an zusätzlichen Bedingungen ist leer. An diesem Knoten merken wir uns eine leere Menge von zusätzlichen Bedingungen. An jedem anderen Knoten, den wir ins Spiel mit reinnehmen im Schritt 2 nach und nach, merken wir uns entsprechend eine nicht leere Menge von zusätzlichen Bedingungen. Das ist das, was wir als Datenstruktur praktisch in die Hand nehmen. So, das hatten wir beim letzten Mal schon kurz angedeutet. Sie erinnern sich, für mich sind Bäume. Jetzt Bäume im Sinne von Wurzelbäume, immer so was Dreieckiges, was unten ausfranst, weil nicht alle Blätter auf derselben Höhe immer sein müssen. So, und wir haben dann eine Front. Oberhalb dieser Front sind die Explored Nodes, die wir schon betrachtet haben. Und auf der unteren Seite sind die Unexplored Nodes. Und natürlich gibt es hier einen Haufen Kanten runter. Und in jedem Schritt nehmen wir irgendeinen, zunächst mal völlig beliebigen, unexplored Node, zum Beispiel den hier. Und bei dem machen wir dasselbe Spielchen wieder. Wir entscheiden, lohnt es sich, so wie wir das hier hatten. Ja? Dieser unexplored Node entspricht jetzt einer neuen Zerlegung, entspricht einem neuen Mengenelement. Und wir entscheiden, lohnt es sich, den Knoten im Spiel zu behalten und später dann wieder weiter zu zerlegen, oder lohnt es sich das nicht? Und wenn sich das nicht lohnt, dann schneiden wir den ganzen Teilbaum, der hier drunter an diesem Knoten dran liegt, ab. Und wenn wir nicht sagen wollen, wir geben diesen Knoten auf, weil wir uns sicher genug sind, dass er sich nicht lohnt, dann lassen wir den Knoten als Explored Node im Spiel. Alles, nichts, neue. Tree-Traversal-Strategies haben wir auch schon betrachtet. Tiefensuche, Breitensuche, Bestensuche, alles, nichts, neues. So, ja? Okay, die Frage war, nur fürs Protokoll, für die Aufnahme, wenn wir schon irgendwelche Bedingungen haben, die würde man dem Wurzelknoten hinzufügen. Die kann man sich natürlich zum Wurzelknoten hinzudenken.
Also wie man das jetzt organisiert, ob die im Wurzelknoten dann tatsächlich schon als erste Grundmenge von Bedingungen drin sind oder ob man das alles separat macht und sich und mit der Semantik, dass an jedem Knoten nur immer die Zusatzbedingungen dran stehen. Das TSP ist ja auch ein Beispiel, wo es ja schon Bedingungen vorher gibt, nämlich dass die Features, die ausgewählt werden, die kann die ausgewählt werden, eine Rundtour ergeben müssen. Ob es jetzt Sinn macht, das jetzt an jedem Knoten noch redundanterweise noch zusätzlich zu markieren, nicht nur am Wurzelknoten, sondern auch an jedem anderen. Die Idee ist ja immer, die Gesamtmenge aller bis dahin aufgelaufenen Bedingungen an jeden Knoten ranzupacken, damit wir diese Gesamtmenge sofort griffbereit an diesem Knoten haben. Ob es sich lohnt, das da hineinzupacken oder ob das separat, das Wissen darüber, was das TSP eigentlich ist, was für Bedingungen da drin sind, ob man das separat hält. Also wahrscheinlich sollte man es eher separat halten. Ich weiß nicht, beantwortet das die Frage? Okay. So, wenn wir Tiefensuche machen, wenn wir also weit runtergehen, dann finden wir natürlich, relatively soon habe ich hier geschrieben, wir finden natürlich sehr, sehr schnell eine erste zulässige Lösung. Und diese erste zulässige Lösung gibt uns schon mal sehr viel Information, vor allem dann, wenn wir sie vielleicht gezielt versucht haben, einen möglichst guten Pfad zu wählen. Sie gibt uns die Information, die Optimallösung, der Zielfunktionswert der Optimallösung kann nicht schlechter sein als der Zielfunktionswert dieser Lösung. Das wird später wichtig sein, weil wir später im Branch- und Bauen-Verfahren Teilbäume ausschließen, indem wir belegen können, die Optimallösung, die sich hier vielleicht in diesem Teilbaum befindet, kann nicht besser sein als die beste Lösung, die wir bisher gesehen haben. Best First Search kostet eine Menge Laufzeit natürlich pro Iteration, muss man sich genau überlegen. Breitensuche, naja, Sie wissen, wie schnell ein Baum, ein vollständiger binärer Baum in die Breite geht. Nullte Stufe hat 2 hoch 0 einen Knoten, die Wurzel. Erste Stufe hat 2, 2 hoch 1, 2. Zehnte Stufe hat 2 hoch 10, sind wir schon bei 1000. 20. Stufe hat 2 hoch 20, sind wir schon bei 1 Million. Dritte Stufe 2 hoch 30, 30. Stufe 2 hoch 30, sind wir schon bei 1 Milliarde und so weiter. Das geht so ohne weiteres nicht. Das heißt, wenn wir werden sehen, dass wir auch auf Breitensuche arbeiten können. Das wird sich dann dynamische Programmierung nennen. Aber wir werden dann sehen, dass man da eine Menge tun muss, damit eben möglichst viele Knoten ausgeschlossen werden von der weiteren Suche, weil die Suchfront, die ja dann wirklich horizontal hier durch den Baum durchgeht bei Breitensuche, weil die einfach zu breit wird. Bei Tiefensuche ist die Größe der Suchfront kein Problem. Das ist einfach der aktuelle Pfad. Bei Breitensuche, vielleicht das nochmal, sollte ich vielleicht doch nochmal visualisieren. Bei Tiefensuche ist die Situation immer so, dass Sie einen aktuellen Pfad haben. Der muss nicht bis ganz unten sein. Ich zeichne es mal vielleicht doch bis nach unten. Und die Kanten, die rechts in den noch nicht betrachteten Bereich rausgehen von diesem Pfad, das ist die aktuelle Front. Hier ist alles schon besucht worden. Wir gehen vielleicht Tiefensuche von links nach rechts durch. Ist egal wie, aber das ist dann natürlich anschaulicher, wenn ich sage, wir gehen sie so in einer Richtung durch. Während, das ist Tiefensuche. Während Breitensuche ist das Bild genau entgegengesetzt. Die Wellenfront ist im Prinzip horizontal mit so einem kleinen Knick drin. So, wir werden sehen, dass wir Breitensuche dann aber trotzdem tatsächlich anwenden können. Wir müssen nur dafür sorgen, dass eben die überwiegende Mehrheit sämtlicher Knoten in jedem Schritt wieder rausgeschmissen wird, bevor sie jetzt weitere Laufzeit kosten kann. Man kann auch über kombinierte Strategien nachdenken, zum Beispiel am Anfang, wenn BFS noch denkbar ist, also wenn das noch nicht unseren Speicherplatz sprengt, dass wir erst mit BFS so weit wie möglich durchgehen und dann, wenn das zu viel wird, dass wir dann gezielt an Einzel dass wir dann BFS aufbrechen und mit Breitensuche gezielt
bestimmte Bereiche früher tiefer explorieren und andere Bereiche erst später, in der Hoffnung, dass wir die gar nicht mehr, dass wir diese später, auf später verschobenen Bereiche dann später gar nicht mehr explorieren müssen, weil wir wissen, weil wir inzwischen genug gesammelt haben, um zu wissen, diese Bereiche brauchen wir nicht weiter zu durchsuchen. So, also, wir können uns nicht leisten, steht hier, den gesamten Baum exhaustively erschöpfend zu durchsuchen. Übrigens, ich weiß nicht, habe ich das gesagt? Es gibt für erschöpfend zwei Begriffe im Englischen. Exhaustively und exhaustingly. Exhaustingly ist wirklich ermüdend und exhaustively ist erschöpfend in dem Sinne, etwas erschöpfend durchsuchen. So, wenn wir die Lösungen, sämtliche Optimallösungen haben wollen, nicht nur eine mit einer zufrieden sind, sondern alle haben wollen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als den ganzen Baum zu durchsuchen, was natürlich dann gegen solche Enumerationsprobleme spricht. Sie werden sich vielleicht fragen, ja, unter welchen Umständen will man denn sämtliche Optimallösungen haben? Es reicht doch typischerweise, wenn man eine Optimallösung bekommt und die dann in die Praxis umsetzt. Ein Beispiel etwa ist Fahrplanauskunftssystem, wo es verschiedene Optimallösungen gibt. Eine für den eiligen Geschäftsreisenden, einen für die alte Dame mit zwei Koffern, einen für den armen Studenten und so weiter und diverse Mischformen. Ja, es gibt, da es mehrere Kriterien gibt, Fahrzeit, Fahrpreis, Bequemlichkeit der Fahrt, gibt es eine ganze Menge von Optimallösungen und man will jetzt vielleicht nicht alle Optimallösungen haben, aber zumindest eine Enumeration von Optimallösungen, sodass für jedes Kundenprofil eine gute Lösung dabei ist. Also Enumerationsprobleme, meistens reicht es einem, eine Optimallösung zu haben, aber in manchen Situationen, vor allem dann, wenn mehrere Kriterien ins Spiel kommen, zwischen denen man nicht von vornherein die Balance setzen kann, wo man sagen muss, in einem nachgelagerten Schritt muss dann jemand anders entscheiden, wie die Kriterien zu gewichten sind. Da will man dann die verschiedenen Optimallösungen haben. Zählprobleme, wie viele zulässige Lösungen, ist manchmal auch in manchen Kontexten wichtig, ist jetzt aber ein bisschen zu kompliziert. Vielleicht nur ein Hinweis, in dem Moment, wenn das Ganze stochastischer Natur ist, wenn wir mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben, dann die Anzahl der Optimallösungen geteilt die Anzahl aller Lösungen oder so etwas. Da kommen Zählprobleme ins Spiel. Aber normal will man nicht wissen, wie viele zulässige Lösungen es gibt. Gut. Wie soll man jetzt bei Enumerationsproblemen vorgehen? Normalerweise würde man, wenn man wirklich alles durchsuchen will, würde man Tiefensuche implementieren. Erstens mal einfach zu implementieren, klar. Haben Sie vielleicht schon mal gemacht und hat keine großen Anforderungen an den Speicherplatz. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass dieses Dreieck nicht so schön aussieht, wie ich es hier gezeichnet habe, nicht so schön gleichschenklig. In Wirklichkeit geht dieses Dreieck extrem in die Breite. Das heißt, die Höhe, die Sie hier als Speicheranforderung bei Tiefensuche haben, ist viel, viel kleiner als die Breite, die Sie hier bei Breitensuche als Speicherplatzanforderung haben. So, Brute Force kann man meistens nicht anwenden. Ende. Brute Force heißt, sie gehen wirklich ganz brutal, daher Brute Force, mit brutaler Gewalt gehen sie den ganzen Baum durch. Das können sie bei kleinen Instanzen sich leisten und da ist es auch sinnvoll, dass sie sich das leisten, weil sie bei... Wenn Sie schon die Chance haben, wenn die Instanz so klein ist, dass Sie wirklich durch Brute Force die Optimallösung kriegen, dann sollten Sie diese Chance nicht ungenutzt lassen. Aber natürlich ist es allgemein keine gute Lösung. So. Wir sollten einen Punkt dabei nicht auslassen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Praxis. Theoretisch ist da nichts dahinter. Ist, glaube ich, auch nicht sehr schwer zu verstehen. Aber wir sollten einen wichtigen Punkt für die Praxis, ich gucke mal weiter nach, ja, genau. Einen wichtigen Punkt nicht auslassen, nämlich
wie wichtig es ist, vorher, bevor man überhaupt irgendeinen Algorithmus startet, egal ob diese nachbarschaftsbasierten Algorithmen, die wir vorhatten, hier noch wichtiger solche Algorithmen oder auch ganz andere Algorithmen, die wir hier nicht betrachten, dass wir vorher zunächst einmal jede Möglichkeit wahrnehmen, in einem Pre-Processing die Problemgröße, die Größe einer Instanz deutlich zu reduzieren. Ich will das ganz kurz erstmal an einem einführenden Beispiel machen und dann an etwas ausführlicher an einem Beispiel aus meiner eigenen Praxis aus den 90er Jahren. Also dieses einführende, eher illustrative, theoretische Beispiel. Sie kennen das Thema Matching. Sie haben gegeben einen ungerichteten Graphen. Sie erinnern sich, was Matching heißt? Sie haben gegeben einen ungerichteten Graphen. So vielleicht. Der muss wie üblich nicht planar sein, deshalb zeichne ich da bewusst auch mal eine Kreuzung rein. Und Sie wollen ein kardinalitätsmaximales Matching haben, das heißt, Sie wollen eine möglichst große Zahl von Kanten haben in diesem Graphen, die sich paarweise nicht berühren. Ich habe das jetzt so spontan aus der freien Hand gezeichnet. Ich glaube, das ist nicht optimal. Denn, wenn ich das richtig sehe, diese Kante, ja, diese Kante, nee, nein. Die nicht. Diese Kante, diese Kante und diese Kante sind auch ein Matching mit Größe 4 und ich glaube, das ist jetzt optimal. So. So, wie, was machen wir hier einfach? Eine ganz primitive Regel. Wirklich so primitiv, dass man sagt, selbstverständlich und alles klar und was redet er denn da? Wozu belästigt er uns mit sowas? Es wird aber häufig genug in der Praxis nicht auf solche primitiven Regeln geachtet. Was ist die primitive Regel? Nehmen Sie an, Sie haben einen Knoten von Grad 1, so ein Dorn, der rauszeigt. Wenn Sie diese Kante zu einer Matching-Kante machen, und alles hier rausschmeißen, das wird zu einer Matching-Kante. Vielleicht zeichne ich das für das Bild der Aufnahme nochmal ein kleines bisschen nochmal, weil das jetzt doch ein bisschen alles durcheinander wird. Sie haben die Situation hier, haben Sie einen Knoten von Grad 1, das ist der hier, und hier geht es jetzt irgendwie weiter in dem Graphen, egal wie. So, Sie können nichts falsch machen, wenn Sie diese Kante zum Matching hinzunehmen und alles, was hier links gezeichnet ist, rausschmeißen, sodass dann, na, ich zeichne es mal jetzt ganz, damit klar ist, worum es geht. So dass das, was übrig bleibt, nur noch das hier hinten ist. Was bleibt hier übrig? So. Ja? Sie können nichts falsch machen. Sie können sich gut überlegen, wenn Sie ein maximales Matching haben, das eine von diesen drei Kanten enthält
und diese Kante dann natürlich nicht, dann können Sie diese Matching-Kante hernehmen, raus dem Matching rausschmeißen und die Kante stattdessen reinnehmen, dann ist es immer noch ein maximales Matching. Das heißt, Sie können nichts falsch machen, wenn Sie von vornherein sagen, diese Kante gehört zum maximalen Matching dazu, das ich berechnen will und fertig. So, und wie Sie jetzt sehen, geht das weiter. Jetzt ist hier plötzlich hier unten ein Knoten entstanden, der vorher keinen Grad 1 hatte, aber jetzt plötzlich Grad 1 hat. Das heißt, Sie können das Spielchen weiterführen, können diese Kante zum Matching hernehmen, können das hier rausschmeißen und was dann noch übrig bleibt, ist das hier oben. Und jetzt ist keine Kante mit Grad 1 mehr da in diesem Beispiel. Jetzt auf dieser deutlich reduzierten Graphen müssten Sie dann Ihren Algorithmus für maximales Matching anwenden. So, ich will Ihnen jetzt ein Beispiel zeigen aus meiner eigenen Praxis, was mich wirklich so selber überrascht hat, dass ich Wochen damit verbracht habe, nachzuprüfen, ob mein Algorithmus wirklich korrekt ist oder nicht, weil ich das nicht glauben konnte. Ich überspringe mal hier ein paar Folien erst einmal, wir kommen darauf zurück. Sie wollen für eine gegebene Menge von Zugläufen, ja, ein Zuglauf ist eben ein Zug, der von Heidelberg nach Frankfurt fährt und um 9.06 Uhr in Darmstadt abfährt. Das ist ein Zuglauf, also ein physischer Zug. Wenn eine Stunde später nochmal ein Zug da langfährt, ist es ein neuer Zuglauf, muss auch als neuer Zuglauf genommen werden, denn es gibt häufig, selbst wenn Sie getaktete Verbindungen haben bei der Deutschen Bahn, gibt es häufig doch kleine Auslassungen, dass der eine Zuglauf einen bestimmten Bahnhof wie Darmstadt Süd anläuft und der andere eine Stunde später läuft den aus irgendwelchen Gründen nicht an. Das heißt also, Sie müssen das schon als einzelne Zugläufe betrachten. So, die Aufgabe ist jetzt, Zugläufe zu überdecken. Das heißt also, für jeden einzelnen Zuglauf in der betrachteten Menge eine Servicestation zu bauen, wo dieser Zuglauf auf jeden Fall hält, wo dieser Zug auf jeden Fall hält. Und natürlich wollen Sie so wenig wie möglich Servicestationen haben. Wenn Sie nur das ICE-Netz hernehmen, das ist ein veraltetes ICE-Netz von schon, ja, müsste schon 15 Jahre ungefähr alt sein, das Bild. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich das nicht abgedatet habe, aber es geht ja hier ums Abstrakte, nicht ums Konkrete. Also ich appelliere an Ihr Abstraktionsvermögen, dass Sie Vorlieb nehmen mit dem ICE-Netz von vor 15 Jahren. Und Sie sehen hier auf den ersten Blick, dass die Servicestationen, die der Algorithmus ausgerechnet hat, auch das ist, was man sich wahrscheinlich mehr oder weniger selbst überlegt hätte. Ungefähr das. Berlin, Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München. So, jetzt betrachten Sie alle Züge, nicht nur die ICEs, sondern sämtliche, auch die kleinen Bummelzüge, die an jeder Milchkanne halten. Was Sie hier sehen, Sie sehen hier erst einmal das Schienennetz in Grau unterlegt, so wie hier links auch. Was Sie hier auch sehen, sind so ein paar verschiedene Punkte, einzelne isolierte Punkte. Und Sie sehen noch einzelne Konstellationen, die so kleine Zusammenhangskomponenten, die nicht isolierte Punkte sind, sondern einzelne bestehen aus wenigen Knoten und Kanten. Das ist das Ergebnis des Preprocessings. Wie ist das Preprocessing? Eine ganz einfache Regelung, das Preprocessing. Wenn ich zwei Bahnhöfe habe, wie beispielsweise Darmstadt Hauptbahnhof und Darmstadt Süd, dann kann ich Darmstadt Süd rausschmeißen aus meiner Betrachtung. Warum? Ich kann Darmstadt Süd rausschmeißen aus meiner Betrachtung, weil alle Züge, die in Darmstadt Süd halten, halten auch in Darmstadt Hauptbahnhof. Das heißt, sollte Darmstadt Süd aus irgendwelchen Gründen in meiner Optimallösung drin sein, dann könnte ich auch Darmstadt Süd aus meiner Optimallösung rausnehmen und da stattdessen Darmstadt Hauptbahnhof reintun. Hab dieselbe Anzahl von Servicestationen und habe alle Züge, die ich vorher mit Darmstadt Süd überdeckt habe, auch mit Darmstadt Hauptbahnhof überdeckt. Das ist die eine Reduktionsregel. Ganz primitiv. Die zweite Reduktionsregel ist, Sie betrachten zwei Züge, die von Darmstadt nach Frankfurt gehen. Der eine hält in Darmstadt Langen und Hauptbahnhof und der andere die S-Bahn, S3 glaube ich ist das, oder? Das ist die S3, nicht?
Die hält nicht nur in Darmstadt, Langen und Hauptbahnhof, sondern die hält an so ziemlich jedem Halt dazwischen. Dann können Sie diese S-Bahn, die S3, aus Ihrer Datenmenge rausschmeißen, weil es den anderen Zug gibt, der nur in Darmstadt, Langen, Frankfurt hält. Durch diesen Zug ist erzwungen, dass Darmstadt, Langen oder Frankfurt Hauptbahnhof zu diesen Servicestationen gehören wird, einer von den dreien, und damit ist die S3 natürlich auch überdeckt. So, und wie Sie jetzt an diesem Beispiel auch gesehen haben, es lohnt sich auch hier, also hier hat es sich gelohnt, nicht einfach nur einen Schritt zu machen, alle Knoten, die im Ursprungsgraphen Grad 1 zu haben, zu behandeln, sondern nachdem man die behandelt hat, nochmal zu schauen, ob es nicht neue Knoten im Graphen gibt, die Grad 1 haben, die deshalb behandelt werden können, sodass es noch weiter reduziert werden kann. Genau dasselbe kann man hier machen. Erstmal in einem Rutsch alle Bahnhöfe rausschmeißen, die dominiert sind. Dann im nächsten Rutsch alle Züge rausschmeißen, die dominiert sind. Dann wieder schauen, vielleicht sind neue Bahnhöfe entstanden, die in diesem Sinne dominiert sind. Die rausschmeißen, dann wieder alle Züge rausschmeißen und so weiter und so fort. Egal in welcher Reihenfolge, bis diese Regeln, keine der beiden Regeln mehr anwendbar ist. Und das Ergebnis sehen Sie rechts. Was heißt das Ergebnis? Wenn Sie da einen isolierten Knoten sehen, ein isolierter Knoten steht für einen Bahnhof natürlich. Das ist der Bahnhof, der an diesen geografischen Koordinaten steht, wo dieser Knubbel gezeichnet ist, und steht auch für einen Zug. Komisch. Vielleicht nochmal, was bedeutet das, wenn da mehr als ein isolierter Knoten ist? Zum Beispiel so eine Konfiguration. Das sind dann Bahnhöfe 1, 2, 3. O, oder ich male die mal mit ABC, Bahnhöfe mit den Namen A, B, C. Und das sind drei Züge. Erster Zug, zweiter Zug, dritter Zug. Eine solche Konstellation lässt sich mit diesen Reduktionsregeln, die ich eben beschrieben habe, nicht weiter auflösen. Sie können keinen der drei Bahnhöfe mehr rausnehmen. Keiner dominiert den anderen und Sie können keinen der drei Züge rausnehmen. Wie kommt das jetzt zustande? Erstens mal, dass solche isolierten Bahnhöfe mit jeweils einem Zug drauf, der reduziert worden ist, der schrittweise reduziert worden ist zu einem einzigen Bahnhof. Ja, der hat im Original vielleicht 20 Bahnhöfe angefahren. Er ist schrittweise durch dieses Preprocessing reduziert worden auf einen einzigen Bahnhof. Wie kommt das erstens mal das zustande und wie kommt es zustande, dass das Ganze überhaupt zerfällt in einzelne kleine Zusammenhangskomponenten, dass es nicht mehr zusammenhängend ist? Denn das graue Unterlegte ist hat mit dem Bild eigentlich nichts zu tun. Das dient nur Ihrer Orientierung, das ist das Schienennetz nochmal unterlegt, dient nur Ihrer Orientierung im Bild, wo wir da eigentlich gerade sind. Ich hoffe mal, dass Sie so viel Orientierung haben, mehr als es gibt manchmal so Umfragen im Fernsehen in der Fußgängerzone. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gesehen haben. Auf einem Flipchart der Umriss von Deutschland und die Frage an Passanten, wo sind wir hier? Ist teilweise niederschmetternd zu sehen, wie die Leute mit dieser Frage umgehen. Gut. Wenn ich vielleicht da noch einen kleinen Exkurs machen darf, einer meiner Assistenten hat mir berichtet von einem Freund von ihm, der bei SAP mitgewirkt hat an Einstellungsgesprächen, also er als Fachvertreter und dazu noch ein Personalvertreter. Und der Personalvertreter hat jeden einzelnen Bewerber im Gespräch gefragt, nennen Sie doch mal fünf europäische Hauptstädte. Das war für sehr viele dieser Bewerber wohl eine unüberwindliche Hürde. Wobei, was wohl am häufigsten genannt wurde, war Barcelona. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit sagen will. Obwohl es kann ja sein, wenn es weitergeht in Katalonien wie bisher, dass Barcelona vielleicht demnächst wirklich zu einer Hauptstadt wird. Kann ja sein.
So, wie kommt das jetzt hier zustande? Ich will das an einem künstlichen Beispiel mal versuchen darzustellen. Oder ich mal es mal so. Das sind vier Bahnhöfe. Wir haben einen Zug, einen zweiten Zug, ersten Zug, zweiten Zug und einen dritten Zug, der die vier Bahnhöfe anläuft. So, jetzt kann ich erst einmal Bahnhöfe reduzieren. Das sind die oberen beiden, A, B, C, D. Das ist sozusagen A und B in einem Bahnhof, C und D in einem zweiten Bahnhof. Und was noch übrig bleibt, ist hier drauf der Zug 1, reduziert zu einem Bahnhof, hier drauf der Zug 2 und der Zug 3 ist reduziert auf zwei Bahnhöfe. So, und jetzt, eben wie das Beispiel, der eine Zug, der Darmstadt-Langen-Frankfurt-Main anfährt und die S3, die sowohl diese drei Bahnhöfe als auch alles dazwischen anfährt. Wir können die 3 jetzt, die 3 wird sowohl von dem als auch von dem dominiert. Das heißt, was übrig bleibt, sind zwei isolierte Knoten. Hier ist der Zug 1 drauf. Dieser Knoten ist aus A und B entstanden, dieser Knoten ist aus C und D entstanden und hier ist Zug 2 drauf und Zug 3 ist wegrationalisiert, sozusagen. Also so sehen Sie, durch solche einfachen Schemata kommt es zustande, dass man jetzt am Ende so ein Bild dabei hat. Was ist die Moral aus der Geschichte? Noch krasser als eben bei diesem Beispiel bei Matching, wo es ja eigentlich schon krass war. Ja, wir sind hier mit so einem Ausgangsgraphen gestartet und haben festgestellt, wir müssen nur auf diesem kleinen Graphen hier eigentlich das Problem lösen. Noch viel krasser ist es in diesem Beispiel, dass wir jeder einzelne Knoten, nehmen wir jeden einzelnen Knoten, der isoliert ist, nehmen wir einfach so unbesehen zur optimalen Menge hinzu. Und in jedem einzelnen dieser kleinen Zusammenhangskomponenten machen wir das, was wir eben gesagt haben, Brute Force. Einfach alles ausprobieren. Können wir uns leisten. Jede Zusammenhangskomponente ist klein genug, dass wir da einfach jede Möglichkeit ausprobieren. Und damit insgesamt zu einer Optimallösung zu kommen. Und zwar das Problem, die Problemstellung ist endlich schwer. Sie wissen, was das heißt. Für jeden Algorithmus, also auch für diesen, für jeden Algorithmus findet man Instanzen von moderater Größe, also von viel kleinerer Größe, auf denen dieser Algorithmus mehr Zeit benötigt, als das Universum zur Verfügung stellt. Diese Instanzen gibt es natürlich auch für diesen Algorithmus, aber sie kommen hier in dieser Problemstellung, in dieser konkreten Anwendung nicht vor. Ja, Sie müssen unterscheiden zwischen der abstrakten Problemstellung, die ist ein bisschen schwer, und der konkreten Anwendung, in der halt nur bestimmte Instanzen vorkommen oder Instanzen mit einem bestimmten Datenprofil. Und wenn Sie geschickt sind und Ihren Algorithmus so gestalten, dass er dieses Datenprofil geschickt ausnutzt, dann können Sie auch NP-schwere Probleme in gewaltigen Größenordnungen, wir reden hier von 1,5 Millionen einzelnen Zughalten, können wir das machen. Ich will vielleicht noch dazu sagen, dann können wir das optimal sogar lösen in allerkürzester Zeit. Ich will noch dazu sagen, ich habe das auch ausprobiert auf den gesamteuropäischen Schienennetz in allen möglichen Variationen, alle möglichen verschiedenen Auswahlen von Ländern, alle möglichen verschiedenen Auswahlen von Zuggattungsarten. Die größte Zusammenhangskomponente, die mal unauflösbar stehen blieb, war in der Tschechei mit 29 Knoten, wovon 6 Knoten insgesamt die Optimallösung gebildet haben. Selbst das war noch mit Brute Force lösbar. Und eine größere Zusammenhangskomponente habe ich nie gefunden. So, nochmal zurück. Worum geht's hier? Das ist das sogenannte Hitting Set Problem. Wir haben eine Grundmenge F. Das sind die Bahnhöfe in unserem Fall. Und wir haben Teilmengen davon. Das sind die Zugläufe, ja. Wenn Sie sich das genau überlegen, uns interessiert, an einem Zuglauf interessiert uns nur eine einzige Information in dieser Problemstellung. Nämlich, welche Bahnhöfe sind in diesem Zuglauf drin? Oder andersrum gesagt, wir können einen Zuglauf auch einfach interpretieren als die Menge der Bahnhöfe, die dieser Zug, alles andere interessiert uns an so einem Zuglauf überhaupt nicht. So.
Jetzt wollen wir eine Menge von Bahnhöfen haben, eine Teilmenge von Bahnhöfen, sodass jeder einzelne Zuglauf einen dieser Bahnhöfe trifft. Also der Zuglauf geschnitten mit den ausgewählten Servicestationen ist nicht leer. Und die Zielsetzung ist, die Servicestation F' die Menge der Servicestation zu minimieren. So, ich hoffe, das konnte Ihnen einen guten Eindruck gewinnen. Als ich das mal vorgestellt hatte auf einer Konferenz 97 oder 98, glaube ich, habe ich als erstes gefragt, die Leute im Auditorium, wie würden Sie das machen? Wie würden Sie das lösen? Alle möglichen Überlegungen, auch Sachen, die wir jetzt schon gesehen haben, wie genetische Algorithmen, Evolutionsstrategien. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, mal zu sagen, erst einmal, bevor ich alles andere mache, gucke ich mal an, ob man die Daten nicht in einem Preprocessing reduzieren kann. Denken Sie daran, dass das einfache Preprocessing oft genug unlösbare Probleme in lösbare überführen kann, auch in anderen Kontexten, zum Beispiel bei linearen Gleichungssystemen und ähnlichem. Linearoptimierung hatte schon Fälle gegeben, wo durch simples Preprocessing auf Basis von Überlegungen mit dem Rang der Matrix, wenn eine Matrix viel geringeren Rang hat, Sie erinnern sich, was das ist, die Maximalanzahl von unabhängigen Zeilen oder Spalten, wenn der Rang viel, viel kleiner ist als die. Ja? Entschuldigung? Okay, dann mache ich diesen Gedanken noch fertig. Wenn der Rang viel, viel kleiner ist als die Matrix, dann können Sie erst einmal anfangen, die Matrix zu verkleinern und zu verkleinern. Und ich kann mich aus dem Bereich Linearoptimierung erinnern, dass einer der wirklichen Cracks, der den CPLEX-Algorithmus entwickelt hat, ich weiß nicht, ob das Ihnen was sagt, aber es ist jedenfalls für Linearoptimierung das Tool schlechthin. Der hat mal davon berichtet, dass er aus einer Zehntausenden Kreuz Millionen Matrix durch solche Überlegungen eine 17 Kreuz 24 Matrix gemacht hat. So, Ihre Frage jetzt. Achso, Sie fragen Sonderstrecke zu einer Servicestation statt. Nein, nein, es muss schon eine der angefahrenen Stationen sein. Der Zug kann sich keine Sonderstrecken erlauben. Weil die typische Situation ist ja auch die, dass der Zug in dem Moment, wenn er beispielsweise in Frankfurt Kopfbahnhof einfährt, noch eine Zeit lang wartet und dann wieder gleich zurückfährt. Da ist keine Zeit für irgendwas. Was es genau an war, ich glaube, es ging mehr um Putzeinsatz oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, was der Hintergrund dabei war. So, auf jeden Fall, wir sind an den Universitäten immer darauf genormt, immer große, komplexe Lösungen zu bauen, nicht? Gerade Informatiker sind dafür berüchtigt, dass sie die einfachsten Probleme dadurch lösen, dass sie ein Jahr lang eine große, komplexe Softwarelösung bauen, die dann am Ende gar nicht funktioniert, anstatt es einfach mal simpel zu lösen. Ich hoffe, das Beispiel konnte Ihnen nochmal illustrieren, dass man die einfachen Dinge, die man tun kann, nicht übersehen sollte. So. Wir gucken uns jetzt an, was Pruning of Subtrees, den Begriff hatten wir beim letzten Mal eingeführt, was der eigentlich jetzt konkret heißt. Also was hieß das erstmal abstrakt? Das hieß, wir wollen an jedem Knoten in diesem Entscheidungsbaum, in diesem abstrakten Baum, wollen wir, bevor wir da weiter absteigen, noch in seinen Subtree hineinsteigen, der an diesem Knoten hängt, wollen wir erst einmal überlegen, ist es wirklich sinnvoll, ist es wirklich vielversprechend, weiter abzusteigen, oder gibt es genug Plausibilitätsargumente dafür, dass wir sagen können, wir prunen diesen Subtree, wir schneiden ihn praktisch ab. Und wir werden uns jetzt erst einmal verschiedene Techniken ansehen, die auf der sicheren Seite sind, wie ich das vorhin gesagt hatte, nämlich, dass nur dann ein
Teilbaum abgeschnitten wird an einem Knoten, wenn garantiert dieser Teilbaum definitiv nutzlos ist, wenn wir ihn nicht brauchen, um unser Ziel zu, definitiv nicht brauchen, um eine Optimallösung zu finden. Was heißt das? Ein definitiv nutzloser Teilbaum. Jetzt unterscheiden wir vielleicht sinnvollerweise ein bisschen in der Sprechweise. Das hatte ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Ich habe jetzt immer nur von Optimierungsproblemen geredet. Aber auch wenn die Vorlesung Optimierungsalgorithmen heißt, ist es immer instruktiv, auch Problemstellungen mitzunehmen, bei denen es nur darum geht, eine Lösung zu konstruieren und nicht unbedingt eine Optimallösung, sondern überhaupt eine Lösung zu haben. Siehe Beispiel, Stundenplanerstellung an der Universität. Da ist man ja froh angesichts der vielen Rahmenbedingungen, wenn man es überhaupt schafft, eine Lösung zu generieren, sodass möglichst wenige Studierende, zumindest die, die im Regelstudienplan sind, dann keine Überlappungen haben bei ihren Lehrveranstaltungen, keine zeitlichen Überlappungen haben. Oder, was wir in den meisten Fällen hier natürlich betrachten, sind Optimierungsprobleme. Sie können natürlich das Stundenplanproblem auch als Optimierungsproblem auffassen. Zum Beispiel, dass die Bequemlichkeit der Dozenten optimiert wird, dass ich mit meinem Büro hier im Pilotigebäude auch tatsächlich zu einem Hörsaal im Pilotigebäude gehen kann und nicht auf der Lichtwiese. Was vermutlich für Sie auch bequemer ist, dass wir hier im Pilotigebäude sind und nicht auf der Lichtwiese. Nehme ich mal an. So, was bedeutet das? Wenn wir bei einem Konstruktionsproblem, wenn wir einfach nur irgendeine Lösung haben wollen, keine optimale, dann wäre es schön, wenn wir wüssten, dass in diesem Subtree gar keine zulässige Lösung drin ist. Das heißt also, dass die Bedingungen, die wir auf dem Weg runter von der Wurzel zu diesem Knoten, zu dieser Wurzel dieses Subtrees mit hinzugenommen haben, dass die dafür sorgen, zusammen mit den ursprünglichen Bedingungen, die das Problem konstituieren, dass der Lösungsraum leer ist. Dass die Bedingungen zusammen über bestimmtes System ergeben. Also entweder, dass wir sagen, wenn wir feststellen können, dass es gar keine zulässige Lösung gibt da drin, sind wir auf der sicheren Seite, dann können wir den Teilbaum abschneiden. Oder alternativ, wir können feststellen, wir wissen nicht genau, ob es da drin zulässige Lösung gibt, aber wir wissen definitiv, wenn es da drin eine zulässige Lösung gibt, gibt es auch andere zulässige Lösungen, die wir noch nicht abgeschnitten haben. Also können wir diesen Teilbaum abschneiden, weil außerhalb gibt es noch zulässige Lösungen, die wir noch nicht abgeschnitten haben. Er klingt alles wie schwarze Magie, aber so schwarz ist diese Magie, denke ich jetzt auch nicht. Das werden wir ja dann etwas genauer betrachten, natürlich. Optimierungsprobleme. Wann können wir bei einem Optimierungsproblem, wie etwa dem TSP, einen Teilbaum abschneiden? Natürlich auch wieder, wenn der Teilbaum überhaupt gar keine zulässigen Lösungen enthält, dann enthält er natürlich auch keine optimale Lösung. Das geht natürlich nicht. Oder wir fe stellen fest, das ist jetzt eine Situation, die beim TSP nicht auftreten kann. Zum Beispiel bei kürzeste Wege taucht diese Situation auf. Kürzeste Wege mit negativen Zyklen. Sie wissen, was das bedeutet aus der GDI2. Zumindest sollten Sie das noch kennen. Was es bedeutet, dass wir negative Zyklen haben in einem Graphen, wo wir kürzeste Wege finden wollen. Sie wollen hier zu einem Startknoten in Ihrem kürzesten, als kürzesten Weg von dem Startknoten zu Ihrem Zielknoten und Sie haben irgendwo mittendrin einen Zyklen negativer Länge. Ja, dann wissen Sie, dass Sie in Probleme reinkommen, weil einmal rumgelaufen ergibt eine Verbesserung. So vielleicht. Zweites Mal rumgelaufen, ergibt wieder eine Verbesserung. Drittes Mal rumgelaufen, ergibt wieder Verbesserung. Die ganzen Algorithmen, die Sie in GDI2 gelernt haben, funktionieren nicht, können auch nicht funktionieren, weil es gar keinen kürzesten Weg gibt. In diesem Fall, wenn das ein negativer Zyklus ist, ist diese Instanz des kürzesten Wegeproblems unbeschränkt dort auf der Folie englisch unbounded
Weil es gibt kein Minimum für jeden Pfad, den Sie finden. Von S nach T finden Sie einen Pfad, der noch einmal mehr rumgeht um diesen negativen Zyklus und der noch mal ein bisschen kürzer ist. Und in diesem Sinne, wenn Sie feststellen, in einem Teilbaum, dass dort in diesem Sinne, wenn Sie minimieren wollen, wenn Sie ein Minimierungsproblem haben, dass die Lösungen nach unten unbeschränkt sind. Ja, unendlich viele Lösungen. Und für jede Lösung, die Sie finden, finden Sie noch eine bessere und noch eine bessere. Dann können Sie natürlich nicht nur diesen Teilbaum abschneiden, sondern Sie können den Algorithmus auch lassen. Weil, wenn die Problemstellung in diesem Sinne unbeschränkt ist, gibt es keine Optimallösung. So, jetzt gibt es aber noch andere Situationen beim Optimierungsproblem, wo Sie einen Teilbaum abschneiden können. Nämlich, dass es mindestens eine optimale Lösung gibt, außerhalb von allem, was Sie bisher abgeschnitten haben und außerhalb von diesem Subtree. Also dieser dritte Spiegelstrich hier für Optimierungsprobleme, der besagt Folgendes. Vielleicht nochmal illustriert. Sie haben hier Ihren großen Entscheidungsbaum. Wie üblich, bei mir ein Dreieck. Das interpretieren Sie mal als Dreieck, bitte. So. Und Sie haben schon jetzt fleißig im Laufe des Algorithmus Teilbäume abgeschnitten. Hier haben Sie einen Teilbaum abgeschnitten an diesem Knoten. Hier haben Sie einen Teilbaum abgeschnitten. Hier. Und jetzt wollen Sie hier nochmal einen Teilbaum abschneiden. Also hier ist natürlich auch jeweils ein Wurzelknoten dran. So, was dieser dritte Spiegelstrich sagt, es gibt mindestens eine optimale Lösung, die irgendwo außerhalb von diesen ganzen Teilbäumen liegt, die zum Beispiel hier liegt, als Blatt natürlich. Also außerhalb aller bisher abgeschnittenen Teilbäume und auch außerhalb des Teilbaumes, den Sie jetzt gerade vielleicht abschneiden wollen. Ja? Wenn Sie wissen, auf magische Art und Weise, dass es hier noch eine Optimallösung geben muss, außerhalb von diesem Teilbaum und außerhalb von allen anderen abgeschnittenen Teilbäumen, dann können Sie diesen Teilbaum, den ich mit Fragezeichen belegt habe, auch abschneiden. Und ha haben immer noch eine Optimallösung gerettet vom Abschneiden. Oder wir stellen fest, wir haben schon eine zulässige Lösung. Vielleicht keine Optimallösung, aber wir haben schon eine zulässige Lösung gefunden und können wieder auf magische Art und Weise, nicht so magisch, wie es jetzt klingt, auf magische Art und Weise können wir sagen, okay, es gibt in diesem Teilbaum keine einzige Lösung, die besser ist als die bisher gefundene. Das muss nicht die Optimallösung sein. Aber wenn es hier keine bessere als diese gefundene Lösung gibt, gibt es insbesondere auch keine Optimallösung da drin. Also können wir nichts falsch machen. Also wir können nur Schlechteres finden als das, was wir ohnehin schon gefunden haben. Also können wir nichts falsch machen, indem wir diesen Teilbaum abschneiden. So. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit vor der eigentlichen entscheidenden Frage gedrückt. Also ich habe mich gedrückt, Sie nicht. Wie kriegt man das denn raus? Wie kann man diese Magie entwickeln, die eben, wie gesagt, keine Magie ist. Ich will da keine so hohen Erwartungen wecken. Die Sachen sind sehr viel, hoffe ich mal, einfacher verständlich, als es jetzt erstmal aussieht. Also, wir brauchen some kind of evidence. Wir brauchen irgendeine Art von, ja, was, wie sagt man im Deutschen, von Beleg oder sogar Beweis, dass dieser Teilbaum definitiv nutzlos ist. So, ich habe eben gesagt, auf einer der vorangehenden Folien, wir werden uns drei Techniken angucken, wie das aussieht. Und nochmal einen Schritt zurück. Wir haben mal
kurz heute nochmal wiederholt, aber beim letzten Mal ausführlicher besprochen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, durch diesen Baum durchzugehen, BFS, also in horizontaler Wellenfront, DFS in vertikaler Wellenfront, Bestensuche oder was auch immer. Und wir werden sehen, dass diese drei verschiedenen Techniken, wie man jetzt Uselessness, wie man Nutzlosigkeit von Teilbäumen bestimmen kann, dass die mit diesen verschiedenen Durchlaufstrategien durch den Baum korrespondieren. So, wir müssen uns aber im Klaren sein, dass wir nicht beliebig weit damit kommen werden. Wir haben NP-schwere Probleme, wir haben immer eine Lücke. Wie gesagt, für jeden Algorithmus, auch für diese, über die wir jetzt sprechen, für jeden Algorithmus kann man Instanzen von moderater Größe finden, sodass dieser Algorithmus länger braucht auf diesen Instanzen, als das Universum ihm zur Verfügung stellt. Weil, also, wenn wir wirklich eine vollständige Entscheidung hätten, wenn wir wirklich an jedem, wenn es wirklich möglich wäre, an jedem Knoten hundertprozentig zu entscheiden, ob der nutzlos ist oder nicht, dann könnten wir zum Beispiel, nur mal so gesponnen, dann könnten wir zum Beispiel bei der Wurzel hundertprozentig entscheiden, ob die nutzlos ist oder nicht. Was heißt das? Wenn die Wurzel nutzlos ist, gibt es gar keine zulässige Lösung. Also wir könnten entscheiden, ob der Lösungsraum leer ist oder nicht. Aber das ist natürlich jenseits unserer Möglichkeiten. So. Definitively useless means, dass wir eine konservative Strategie fahren. Das ist kein politischer Begriff hier. Konservativ heißt in dem Kontext auf der sicheren Seite sein. Das bitte ich nicht, auch nur irgendwie in Verbindung mit Politik zu bringen. Was heißt konservativ hier? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ja, dieser Teilbaum ist definitiv nutzlos, wir wissen es definitiv, oder die andere Möglichkeit ist, wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, ob er nutzlos ist oder nicht. Die dritte Möglichkeit, nein, er ist definitiv nicht nutzlos, die kriegen wir nicht raus. Nur diese beiden Möglichkeiten kriegen wir. Und wenn wir Don't Know rauskriegen und auf der sicheren Seite bleiben wollen, müssen wir diesen Teilbaum weiter mit im Spiel lassen. Natürlich sollte die Methode, die wir anwenden, die Technik, die wir anwenden, auch funktionieren. Ja, was bedeutet das, dass sie funktioniert? Wann immer Yes, Definitely Useless rauskommt als Ergebnis der Technik, dann sollte es tatsächlich auch stimmen, dass dieser Teilbaum definitiv nutzlos ist. Sollte man mal erwähnt haben, was es heißt, dass ein Algorithmus korrekt ist. In diesem Fall. So, wir wollen also versuchen, Techniken zu entwickeln, sodass möglichst häufig tatsächlich, wenn ein Teilbaum definitiv nutzlos ist, dass dann tatsächlich als Ergebnis dieser Technik herauskommt, ja, dieser Teilbaum ist definitiv nutzlos. So, jetzt kommt der erste dieser Techniken. Branch and Bound nennt sich die. Zeit? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Branch and Bound nennt sie sich. Da geht es vor allem um Optimierungsprobleme. Da geht es weniger um Probleme, bei denen es nur darum geht, irgendeine Lösung zu generieren, sondern bei Branch and Bound wollen wir typischerweise wirklich, wie es sich hier in der Optimierungsalgorithmenvorlesung gehört, wollen wir wirklich ein Optimierungsproblem lösen. Bei anderen Techniken werden wir sehen, dass man sie sowohl auf Optimierungs- als auch auf Konstruktionsprobleme anwenden kann. So, der Einfachheit halber, wir haben ja Optimierung kann ja immer Minimierung oder Maximierung heißen, Minimierung der Kosten, Maximierung des Profits. Sind zwei spiegelsymmetrische Sichten derselben Sache. Wir sagen einfach nur, damit wir nicht immer beides mitschleppen müssen, Minimierung und Maximierung immer wieder mit erwähnen müssen, sagen wir einfach, wir betrachten Minimierungsprobleme. So wie das TSP, wir wollen die Länge der Rundtour minimieren. So, Branch and Bound folgt diesem allgemeinen Schema, mit dem wir eingangs hier gestartet sind heute. Und arbeitet mit oberen und unteren Schranken auf den Wert
den die optimale Lösung hätte. Und mit diesen oberen und unteren Schranken, die werden angewandt, um möglichst häufig Teilbäume zu prunen, also abzuschneiden, weil man weiß, dass sie definitiv nutzlos sind. So, was ist die fundamentale Idee von Branch and Bound? Ist übrigens eine in der Praxis sehr häufig eingesetzte Technik und durchaus erfolgreich eingesetzte Technik. Nehmen wir mal an, wir wüssten, Sie erinnern sich, es ist ein Minimierungsproblem. Wir wollen möglichst kleine, eine zulässige Lösung mit möglichst kleinem Zielfunktionswert haben. Nehmen wir mal an, wir wüssten, eine obere Schranke, also eine Zahl U, von der wir wissen, dass der Optimalwert nicht schlechter ist als U, nur besser sein kann. Dass die beste Lösung nur billiger sein kann als der Wert U. Das kriegen wir ganz schnell, so eine obere Schranke U. Weil jede zulässige Lösung, die wir irgendwie konstruiert haben, jede zulässige Lösung, die wir irgendwie konstruiert haben, deren Kostenwert ist so eine obere Schranke U. Ja, der Optimalwert kann nicht schlechter sein als der Wert einer beliebig hergenommenen zulässigen Lösung. Das ist ja gerade die Definition eines Optimalwerts, dass er der beste ist unter allen zulässigen Lösungen. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt in der Situation, über die wir die ganze Zeit reden. In der Situation, wir sind an einem Teilbaum hier. Wir haben vielleicht schon ein paar Teilbäume ausgeschnitten. Das ist jetzt hier bei Branch und Bauen weniger relevant. Wir sind jetzt dabei, einen neuen Teilbaum zu betrachten. Wir sind an diesem Knoten. Wir wollen den prunen, wenn es irgendwie geht. Und wir nehmen mal an, wir wissen, eine untere Schranke. Wir wüssten eine untere Schranke dafür, wie gut die beste Lösung da drin ist. Ja? Wir haben hier drin, in diesem Teilbaum, um den es geht, haben wir eine Lösung, das ist die beste in diesem Teilbaum. Und dafür nehmen wir mal an, wir wissen nicht, wie die aussieht, wir wissen auch nicht, was sie genau für einen Zielfunktionswert hat, aber was wir wissen ist, sie ist garantiert nicht besser als dieses L von V, von diesem Knoten V hier. Ja, V auf dieser Folie ist dieser Knoten hier oben. Die beste Lösung hier drin hat keinen besseren Wert als L von V. Ich glaube, ich muss mal langsam mal wieder die Kreide zurückbringen. Jedes Mal, wenn ich an die Tafel gehe, bringe ich immer ein Stück Kreide nach da vorne. Hier wieder zurück zum Tisch. So, was hilft uns das? Nehmen wir mal an, wenn wir das wüssten. Jetzt gibt es natürlich noch den Fall, dass das Ganze nicht zulässig ist, dass es gar keine zulässige Lösung gibt in diesem Teilbaum. Dann können wir natürlich unbeschadet auch die untere Schranke auf Plus unendlich setzen. Das ist ein Sonderfall, den wir nicht weiter betrachten. Das Konzept, die grundlegende Idee ist hier, wenn dieses LV größer ist als dieses U, dann können wir diesen Teilbaum unbeschadet abschneiden. Was heißt das? Das U ist eine obere Schranke für den Optimalwert. Der Optimalwert ist garantiert nicht schlechter als U. Das L von U ist eine untere Schranke für den besten Wert innerhalb von diesem Teilbaum. Ich glaube, diese Ungleichungskette sollte ich etwas erweitern, damit das klarer wird.
Also der Zielfunktionswert von irgendeiner Lösung im Teilbaum der ist größer gleich im Teilbaum mit Wurzel v. Der ist größer gleich L von V. Das ist gerade Definition von L von V. Das ist größer, echt größer. U, ja, echt größer. Das ist entscheidend. Und das ist nach Definition von U größer gleich wieder dem optimalen Funktionswert. Das heißt also, dank diesem Echtgrößer hier kann unmöglich eine Optimallösung in diesem Teilbaum drin sein. Das ist das Grundkonzept. Wenn wir so ein L von V und so ein U haben. Wie wir so ein U bekommen, das haben wir eben gesehen. Das ist das Primitivste überhaupt. Wir nehmen uns irgendeine zulässige Lösung her, vielleicht eine möglichst gut gewählte zulässige Lösung, vielleicht mit irgendwelchen Heuristiken basteln wir uns eine möglichst gute, nicht optimale, aber möglichst gute Lösung zusammen, so gut wie wir sie halt mal so eben schnell hingefrickelt bekommen. Die große spannende Frage ist dann natürlich, wie wir dann diese untere Schranke, dieses L von V, hinkriegen können, die den Zielfunktionswert jeder Lösung in diesem Teilbaum nach unten abschätzt. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wenn wir im Laufe des Prozesses eine ja, wenn wir eine wenn diese untere Schranke, die wir berechnen, gleich dem Zielfunktionswert einer Lösung ist, die wir schon gefunden haben, also im Laufe des Branchenbaum-Algorithmus finden wir auch immer mal wieder zulässige Lösungen. Was machen wir hier? Genau, wenn diese untere Schranke gleich dem Zielfunktionswert einer Lösung ist, die wir schon gefunden haben, brauchen wir auch nicht mehr weiter durchzugehen, weil wir wissen, es gibt nichts Besseres hier drin als das, was wir schon gefunden haben. So, wir müssen zwei Dinge berechnen für so ein Schema. Einerseits das ist global. Andererseits das ist lokal, das ist für jeden einzelnen Knoten im Entscheidungsbaum unterschiedlich. So, wir wollen natürlich nicht irgend so ein U, obere Schranke für den Optimalwert. Also, dass der Optimalwert garantiert nicht schlechter ist als das U. Wir wollen nicht irgendeine obere Schranke finden, sondern eine möglichst gute. Wir können zum Beispiel anfangen, etwa mit einer schlechten. Am Anfang haben wir eine schlechte obere Schranke. Aber im Nach und Nach kriegen wir dann bessere obere Schranken. Wir können zum Beispiel mit einer ganz schlechten oberen Schranke anfangen. Nehmen Sie sich die Rundtouren her, das TSP, indem wir einfach alle Kanten, die drin vorkommen, alle Kanten, die wir potenziell als Kandidaten haben, deren Längen aufsummieren. Das ist eine sehr, sehr schlechte obere Schranke, aber es ist erstmal eine obere Schranke. Ja, die wird dann im Laufe des Algorithmus sehr schnell besser. Oder wir können was anderes machen. Wir können uns eine ganz primitive Heuristik überlegen für den Anfang. Nehmen wir wieder TSP als Beispiel. Wir nehmen uns eine besonders billige Kante her.
Die gehört so auf jeden Fall zu dieser billig konstruierten Rundtour. Nehmen uns die zweitbilligste Kante her. Wenn die jetzt keinen Subzyklus schließt, dann nehmen wir sie auch mit dazu, nehmen uns die drittbilligste Kante her. Solange sich das Ergebnis immer noch zu einer Rundtour erweitern lässt, solange nicht auf einer Teilmenge der Knoten ein Zyklus geschlossen ist, machen wir so immer weiter. Damit kriegen wir keine optimale Lösung hin im Allgemeinen, aber schon typischerweise keine ganz schlechte. Und deren Gesamtlänge ist unser erstes U, unser erste obere Schranke, wo wir wissen, der Optimalwert ist garantiert nicht schlechter als das. So, und dieses U, das wird im Laufe der Zeit immer mehr verbessert, wann immer wir in unserer Suche, also wir machen hier Tiefensuche, das heißt, wir kommen öfters mal, und zwar schon ziemlich schnell, bei Blättern an, und wann immer wir eine zulässige Lösung finden, also ein Blatt, Blätter sind ja gerade die zulässigen Lösungen, die einzelnen Singletons, die einelementigen Teilmengen der Lösungsmenge. Wann immer wir eine zulässige Lösung finden, deren Kostenwert besser ist als unser aktueller U-Wert, setzen wir natürlich U diesen Schritt runter auf den Kostenwert dieser neu gefundenen zulässigen Lösung. So. Wann genau diese untere Schrankenberechnung, da gibt es eine kleine Chance dabei. Wir werden gleich dazu kommen, wie die untere Schrankenberechnung aussieht. Nee, wir werden nicht gleich dazu kommen, wir werden beim nächsten Mal dazu kommen. Diese untere Schrankenberechnung kann zufällig auch mal als ein Byproduct, also Side-Effect ist, glaube ich, hier nicht das beste Wort. Hier hätte ich Byproduct eigentlich geschrieben. Das hat der Herr Müller-Hahnemann geschrieben, glaube ich. Ich denke, Byproduct ist das bessere Wort als ein Nebenprodukt. Kann es sein, dass eine zulässige Lösung auch mal generiert? Und wenn die einen besseren Wert hat als den U-Wert, dann werden wir den U-Wert natürlich auch entsprechend heruntersetzen. So, wenn wir jetzt die Durchsuchung des Graphens geeignet wählen, also wie ich schon sagte, Tiefensuche, da finden wir sehr häufig, sehr schnell schon Blätter. Und wenn wir vielleicht gucken, dass wir tendenziell, heuristisch uns von Anfang an versuchen, möglichst in gute Richtungen als erstes runterzugehen, vielversprechende Richtungen in der Tiefensuche als erstes durchzugehen und weniger vielversprechende Richtungen später durchzugehen, dann wird ein Effekt dabei sein, dass dieses U sehr häufig zu guten, immer besseren Werten reduziert sein, sodass die obere Schranke U im Laufe des Algorithmus ziemlich bald schon sehr scharf wird. Also schon nicht mehr so unendlich weit weg ist von dem Wert der Optimallösung. Dass man sagt, die Optimallösung kann nicht schlechter sein, das ist ja die Definition von U. Aber sie ist auch nicht mehr sehr viel besser. Das ist natürlich die ideale Situation. So. Jetzt kommt der schwierige Teil, vor dem wir uns immer noch gedrückt haben. Wie können wir diese L von V-Werte hier berechnen? Also diese U-Werte, damit sind wir durch. Das war auf der letzten Folie gesagt, wie man das macht und fertig. Ich wüsste keine alternative Strategie, die irgendjemand mal ausprobiert hätte, außer das, was wir eben auf der letzten Folie gesehen haben. Jetzt L von V. Da gibt es einen Riesenhaufen von Literatur, untere Schranken für die verschiedensten Problemstellungen, für TSP und was es da so alles gibt an NP-schweren Problemen. Da gibt es einen Riesenbereich von Literatur, wie man geeignete untere Schranken definieren kann, die möglichst scharf sind. Haben aber im Prinzip eines gemeinsam. Ich will schließen nur mit so ein paar einleitenden Worten. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal genauer anschauen. Wir werden die Problemstellung relaxieren. Am TSP wird das, glaube ich, ich glaube, der TSP müsste irgendwo vorkommen. War schon? Wieso? Wo? Ja. Ja, das ist aber gar nicht mal die ich meinte. Das ist schon eine fortgeschrittene. Okay, vielleicht nur ganz kurz.
Sie können das TSP relaxieren, das heißt den Lösungsraum erweitern, indem Sie sagen, nicht nur die Rundtouren sind zulässige Lösung, sondern alles, was so ähnlich aussieht wie Rundtouren. Nämlich alles, was auf Rundtouren, in kleinere Rundtouren zerfällt. Ja, Sie haben hier 4 Knoten, auf denen gibt es eine kleine Rundtour. Sie haben hier nochmal 3 Knoten, auf denen gibt es eine kleine Rundtour. Hier 5 Knoten, ja. Nicht nur die echten Rundtouren sind zulässig, sondern auch solche zerfallende Rundtouren. Ja, das ist eine Relaxierung. Relaxation hier auf der Folie. Das bedeutet, Sie lassen auch Lösungen zu, die Sie eigentlich nicht haben wollen, auf kontrollierte Art und Weise. Dieses Problem, dieses Optimierungsproblem, lässt sich viel einfacher lösen, lässt sich sehr effizient lösen, ist kein MP-schweres Problem, ist ein polynomiallösbares Problem. Und der Optimalwert hierfür ist eine untere Schranke für den optimalen Wert für das ursprüngliche Problem. Eine Rundtour kann nicht besser sein als die beste so vielleicht oder auch nicht zerfallene Rundtour. Weil alle Rundtouren sind hier natürlich noch drin in der Lösungsmenge. Das heißt also, wenn wir den Lösungsraum erweitern, wie wir das jetzt getan haben, und dann kann der Optimalwert nur besser werden natürlich, ja, weil alle bisherigen Lösungen sind weiterhin drin. Jetzt kommen noch ein paar Lösungen hinzu, da kann es vielleicht bessere Lösungen geben. Offensichtlich, denn hier ist offensichtlich das eine bessere Lösung als jede Rundtour. Gucken Sie sich das an, überlegen Sie sich, wie eine optimale Rundtour aussehen würde. Die kann nicht. Denken Sie sich die 3 Cluster nochmal vielleicht 1 Million Kilometer weit auseinander, um es sich ganz deutlich zu machen, warum das Optimum hier sicherlich nicht auf einer echten Rundtour angenommen wird. Und dieser Optimalwert, den man leicht berechnen kann, ist eine untere Schranke für die Länge der Rundtour. Und das ist eins der beiden Grundprinzipien, wie man eine untere Schranke, so ein LVNV, gewinnen kann. Das andere Grundprinzip ist, dass man an der Zielfunktion ein bisschen rumfrickelt, dass man Bedingungen rausnimmt und in die Zielfunktion reinsteckt. So, aber das werden wir beim nächsten Mal genau betrachten. Bei dem zweiten Fall sollte ich noch dazu sagen, da kommt ein alter Bekannter aus der Mathematik wieder auf Sie zu, nämlich der Herr Lagrange. Sie erinnern sich vielleicht an Lagrange Multiplikatoren oder ähnliches. Das wird bei uns hier wieder eine Rolle spielen. Falls Sie sich nicht daran erinnern, ist nicht weiter schlimm. Man kann das, was wir hier betrachten, auch ohne diese Vorkenntnisse in der Mathematik verstehen. So, dann möchte ich mich für heute bedanken. Tut mir leid, dass es hier wieder mal in der Technik ein bisschen, oder sagen wir mal so, an meinem Vermögen mit der Technik umzugehen gehapert hat. Möchte ich Ihnen dann noch einen schönen Tag und eine schöne Woche wünschen, trotz des angekündigten Wetters.